Liebe Eltern, mein Name ist Philipp Hofer und ich bin für den Computerführerschein in unserer Schule zuständig und ich werde euch und Ihnen jetzt ein paar Infos geben, was da wichtig ist, was man lernen muss, welche Module und so weiter. Was ist der Computerführerschein überhaupt? Der heißt ICDL, früher hat er nur ECDL, European Computer Driving License, mittlerweile heißt er ICDL, also internationale. Den gibt es schon seit 1998 und ist eine Zusatzqualifikation. Man kann dann zum Beispiel, wenn man sich für einen Job bewirbt, hingehen und sagen, ich habe da ein Zertifikat, dass ich mich 100% mit Computer auskenne. Da werden dann so Basissachen abgeprüft und die Basics, die kommen einfach, wenn man den Computerführerschein geschafft hat. Das ist eine standardisierte Prüfung, da kann man auch nicht schummeln oder sonst irgendwas. Und man lernt halt da den Umgang mit Office-Anwendungen, Excel, Word oder auch mit dem Betriebssystem, Internet, auch Sicherheitssachen und so weiter. Bei uns, es gibt mehrere Arten von ICDL. Wir machen in der Schule den Profile. Der Profile besteht aus 4 Modulen und wenn man die 4 geschafft hat, dann hat man einen Profile. Es gibt natürlich dann noch größere Computerführerscheine. Da gibt es einen, da brauche ich mal die ganzen 6 und dann noch ein zusätzliches, da brauche ich dann 7 Module, der heißt dann Standard. Dann gibt es noch den Advanced, das ist dann noch einmal eine Stufe höher. Aber die kann man auch bei uns alle machen, aber die Schüler meistens machen alle den Profile. Der Profile besteht aus 3 Pflichtmodulen. Das ist einmal Computergrundlagen, das ist einmal Online-Grundlagen und das ist einmal Textverarbeitung, also Word. Und dann gibt es noch Wahlmodule, da kann man sich eins der 3 Wahlmodule aussuchen. Also das ist Excel-Tabellenkalkulation, Präsentation ist PowerPoint und IT-Security ist halt Internet- oder IT-Sicherheit. Bei uns läuft es so, wir haben 2-mal im Jahr eine Prüfung, einmal zum Halbjahr und einmal zum Schulende. Man kann jetzt da sagen, ich mache diese 4 Module, für die ich mich entscheide, die 3 plus 1 von denen 3 aus Viertes, die mache ich alle auf einmal. Oder ich mache im Halbjahr 2 und im Ende 2. Oder ich mache mir ein Jahr gar nichts und dafür dann 3 und das nächste Jahr dann wieder 1. Das ist vollkommen egal, wie man sich das einteilt. Bei uns machen wir es meistens so, die Erstklässler machen noch nichts, weil das ist noch zu früh und in der zweiten fangen wir dann an. Viele starten mit Computergrundlagen im Halbjahr, machen dann am Ende von der zweiten Word und machen am Ende von der dritten Excel und die Online-Grundlagen meistens in der vierten. Manche machen schon im Halbjahr dritte die Online-Grundlagen. Es gibt aber einige, die machen dann 2 Module auf einmal. Falls man ein Modul nicht schafft, kann man das Modul dann auch beliebig oft wiederholen. Es gibt auch Probetests, die kann man bei uns in der Schule machen. Die kann man so viel machen, wie man will. Da kann man auch, kriegen die Kinder einen Code, die können sie auch zu Hause machen. Also kann jemand sagen, ich mache 10 Probetests oder ich mache 100 Probetests. 10 in der Schule und 90 daheim, das ist vollkommen egal. Die Probetests sind immer gleich und die echte Prüfung hat halt dann andere Fragen. Jetzt kann man nicht genau die gleichen Fragen. Die Kosten schauen so aus. Normalerweise, ich habe bei der BFI-Webseite halt nachgeschaut, wenn man da den Kurs macht und man macht jetzt diesen Standard, das ist der Ausgrässere, der kostet fast 1000 Euro und mit Förderung immerhin nur 700 Euro. Bei uns kostet der Kleine, den Unterricht haben sie ja sowieso in der Schule, bei uns kostet der Kleine in der Schule 97 Euro. Das setzt sich zusammen aus 37 Euro Startgebühr, dass man überhaupt also da im System drin ist, dass man die Skills Card kriegt, heißt man der, und dann für jedes Modul 15 Euro. Das bedeutet, wenn ich jetzt alle 4 Module mache, 12, 4 mal 15 sind 60 und die 37 sind 97. Man kriegt bei uns in der Schule, das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich, wie viel Budget wir haben, aber meistens 20 Euro noch zurück, wenn man das in der Schule abschließt. Also wenn man alle Module in der Schule fertig macht und nicht dann nur 3 und das andere mache ich irgendwann später, dann kriegt man nichts. Aber wenn man es bei uns in der Schule schafft, dann kriegt man 20 zurück, das heißt 97. Falls man ein Modul nicht schafft, dann kann man ja nur mehr antreten, dann kostet es halt wieder 15 Euro. Also jeder Prüfungsantritt kostet 15 Euro. Es ist so billig wie in der Schule, ist es nie mehr. Ich habe das selber später mal gemacht, am BFI auch und da habe ich jetzt zwar nur die Prüfungen gemacht, das kostet dann auch weniger als der ganze Kurs, aber so Konditionen, wenn man in der Schule kriegt, kriegt man es nirgends. Und wenn man eben die Computergrundlagen kann, die Online-Grundlagen, Word und Excel, dann ist man schon mal gut aufgestellt, weil die sind einfach die wichtigsten Basics, die man
auch im Job dann oder auch überhaupt fürs normale Arbeiten mit dem Computer braucht. Natürlich kann man auch sagen, ich nehme statt Excel anders, wie PowerPoint oder Security. Man kann aber auch sagen, ich mache gleich mehrere, ich mache sechs, weil nur fällt mir auf dem Standard nur noch eins. Oder ich kann alle sieben machen für den Standard. Gibt es auch Schüler, die da top motiviert sind und sagen, ich mache gleich viel mehr. Ja, dann muss man sich halt einteilen, dass man in der zweiten vielleicht anfängt im Halbjahr mit zwei, am Ende mit zwei, in der dritten mit zwei und so weiter. Ich würde die Kinder empfehlen, nicht alles auf die vierte zu schieben, weil wenn man es dann einmal nicht schafft, man braucht dann noch ein bisschen einen Spielraum. Also ich würde versuchen, im Halbjahr die Computergrundlagen zweite Klasse, am Ende Word, warum man am Ende von der zweiten Word, weil man mir in der Schule Word in der zweiten Klasse machen. Und zwar über das ganze Jahr hinweg. Das bedeutet, im Halbjahr bringt sie Word noch nichts, weil da fehlt mir noch die Hälfte vom Unterricht und am Ende, da bin ich ja gerade voll drin. Wenn ich es in der dritten am Ende mache, dann habe ich vielleicht schon wieder einiges vergessen und muss man das alles wieder neu lernen. Und am Ende von der dritten kennt man sie in Excel aus. Also ich würde Halbjahr zweites Computergrundlagen, Ende zweites Word, die Online-Grundlagen irgendwann, das ist eigentlich das leichteste von die vier Module und als Wahlmodul immer Präsentation kann man auch machen. Das ist wahrscheinlich leichter wie Excel, aber wenn man Excel hat, dann kennt man sich ja den Excel besser aus. Das ist wahrscheinlich ein wichtigeres Programm wie PowerPoint oder IT-Security kann man auch noch machen, aber ich glaube, da ist Excel eigentlich das, was man am öftesten braucht. Ja, das sind einmal so die Grundlagen. Jetzt werde ich euch nur zeigen, wie man da am besten lernt. So, wie lernt man das Ganze jetzt? Also zuallererst mal gibt es die Seiten Easy for Me. Diese For Me-Seiten ist extra für den Computerführerschein gemacht worden. Da sieht man schon die ganzen Module. Es gibt da die Grundlagen, Textverarbeitung, also Word, Excel und so weiter. Es gibt dann auch Datenbanken, das ist der Zusatzmodul, aber eigentlich die wichtigsten, was man bei uns braucht, die sind da drauf. Die Online-Grundlagen, Text und normale Grundlagen sind Computergrundlagen, das sind die Pflichtmodule und die Wahlmodule ist entweder Tabellen, Präsentation oder IT-Security. Wenn man jetzt da bei Grundlagen zum Beispiel reingeht, dann sieht man da die ganzen Sachen zum Lernen. Darum gibt es einmal eine Computergrundlagen-Zusammenfassung. Die kann man sich anschauen, das ist 11 Seiten lang. Das kriegen die Schüler bei uns auch aus Ausdruck. Es gibt dann noch eine Kurzzusammenfassung, aber die habe ich noch ein bisschen umgeschrieben. Das zeige ich euch dann, wo man das herkriegt. Das kriegen normal die Schüler auch als Ausdruck. Kann man sich aber auch runterladen. Es gibt dann noch Sachen auf Englisch und zu so Präsentationen aus Info, die kann man sich auch mal anschauen. Es gibt da so eine erste Vorbereitungsprüfung, auch mit Video, wo das alles erklärt wird, wie läuft das Ganze. Und dann kann man das Wissen testen. Dann gibt es so Quiz. Es gibt da so englische Quiz, für die Schüler wahrscheinlich interessanter, die Online-Quizze. Man geht dann da rein und schaut sich da so ein Quiz an, dann macht man da sowas und dann sagt er, oh, es sind zwei von vier richtig. Löscht Viren, erkennt Viren, es sind vier von vier richtig und jetzt habe ich 75%. Man sollte bei der Prüfung 75 haben. Wenn man weniger hat, 74, nein, dann ist man durchgefallen. Der Computer macht da keine Ausnahmen, das ist alles standardisiert. Das heißt, wenn ich nicht 75 habe, fliege ich. Man kann ja beim Probetest den er davor machen und da sollte man 75 oder mehr haben, besser wäre 80. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich habe nur 30% oder der muss uns das zeigen, das Ergebnis. Mit 30% können wir keine zur Prüfung zulassen, weil wir einfach wissen, dieser Kandidat, diese Kandidatin wird das nicht schaffen. Es sei denn, die Eltern geben uns eine extra Unterschrift, dass das auch mit 30% erlaubt ist, dass der mit tut, weil das kostet halt immer was und da sichern wir uns auch ab. Da können die Schüler mal die ganzen Online-Quizze machen. Es gibt da noch Kahoot, das gefällt die Kinder auch. Das kann man auch noch machen. Das sind diese Theorie-Sachen. Dann gibt es noch Praxis-Sachen. Die kann man, also erstelle Präsentationen braucht man nicht unbedingt, aber die ist da praktische Übungen. Vorübung A, B, C, da steht dann genau drauf, was muss man machen. Da muss man dann einen Ordner anlegen, da muss man einen Unterordner, da muss man eine Verknüpfung, da muss man Dateien verschieben, da muss man ausschneiden, kopieren, öffnen, umspeichern und so weiter. Und da gibt es drei Vorübungen. Da gibt es immer diese Exe-Datei, die kann man sich runterladen, die öffnet man und dann hat man diese ganzen Ordner, die man da braucht, schon drin. Also wenn da steht, öffne den Ordner irgendwas, Arbeit ist da glaube ich schon, CG Übung, Privat,
dann ist das alles da schon drin, wenn man das overloadet. Man kann es aus ZIP overloaden und entzippen, aber da so mit dem ist es eigentlich am einfachsten. Und dann gibt es Hauptübungen 4. Da gibt es dann nur eine Zusatzvorbereitungsprüfung, da oben gibt es auch schon eine, da muss man einfach ein bisschen selber durchspülen. Es gibt dann auch für Word zum Beispiel Quizze, Übungen, das sind Vorübungen, die ersten Übungen, dann gibt es da unten Hauptübungen. Das sind immer die Arbeitsdateien, die ich brauche und da steht immer, was muss ich machen. Zum Beispiel Matterhorn, da kann ich da reingehen, da steht alles genau da, steht da immer drunter Hinweis, wie mache es. Man kann sich das Ganze auch ohne Hilfen overloaden, dann steht der blaue Hinweis darunter nicht. Und das sind immer die Arbeitsdateien, die ich brauche. Die muss ich mir alle overloaden und dann steht, öffne die Datei Matterhorn. Das ist dann diese Word-Datei und die muss man dann weiter bearbeiten. Das gleiche ist mit Excel und so weiter. Eine Sache jetzt noch zusätzlich, wenn man bei YouTube Philipp Hofer eingibt, dann habe ich einen eigenen Kanal erstellt und da kann man auf Playlists gehen und dann sieht man, bei Playlists gibt es zum Beispiel Computergrundlagen. Da gibt es die ganzen Vorübungen. Vorübung A, B und C sind das. Und da mache ich genau die Vorübungen durch. Da muss man einfach schauen, was mache ich da. Ich erkläre, ich rede dazu und die Kinder können es dann genau gleich nachmachen. Es gibt auch PowerPoint, es gibt Word und es gibt Excel. Also auch bei Word gibt es da ist die Playlist. Und da sieht man Matterhorn, Bewerbung, Route 66, die sind dann genau bei Word. Bei den ersten Übungen gibt es eben bei vielen schon Videos. Da habe ich krass gemacht, weil man das in der Schule eigentlich relativ gut macht. Aber da, die sind dann die komplizierten, da habe ich zu allen ein Video gemacht. Matterhorn, Bewerbung, Route 66, der Serienbrief ist drin. Der Serienbrief, der ist bei mir ganz da unten. Und dann kann man die Vorbereitungsprüfungen. Also das kann man einfach eins zu eins mit dem Video können die Kinder am Tablet das Video öffnen und nebenbei am Computer mit Word das machen. Dann haben sie zwei Bildschirme, beim einen sehen sie immer, was muss man da, wenn sie es nicht auskennen, beim anderen können sie selber arbeiten. Dann gibt es bei uns auf der Mittelschulseite das Lernportal. Die Kinder wissen das Passwort selber und dann können sie auf ECDL gehen. Bei ECDL wird das nochmal erklärt. Das sind die Basics nochmal, die ich zuerst schon erklärt habe. Das schicke ich übrigens dieses Formular an die Eltern. Da kann man sich so mit diesem Formular, wenn man da unterschreibt, auch anmelden. Und dann, ich kann da draufklicken, dann fährt er automatisch runter zu den Computergrundlagen. Da steht genau, wie man am besten lernt. Also zuerst die Theorie und dann die Übungen. Bei der Theorie schaut man sich zuerst dieses Video an. Das habe auch ich gemacht. Dann liest man die Zusammenfassung. Das ist die Zusammenfassung da. Dann kann man die Quizze machen. Die habe ich da verlinkt bei Quizze. Und dann gibt es nur die Kurzzusammenfassung. Die kann man da overloaden. Und die schaut so aus. Da ist dann auf zwei Seiten zusammen reduziert die wichtigsten, die schwierigsten Wörter, was da vorkommen. So. Und dann gibt es auch noch, also das sind die ganzen Sachen. Und dann bei den Übungen schaut man sich das Video 2 und 3 an. Das sind die Videos. Und dann macht man die praktischen Übungen. Die sind auch da auf dem Link. Also da kommt man dann direkt auf diese Seite, wo ich da die Quizze drin habe und dort drunter die praktischen Übungen. Dann gibt es noch da drinnen so Kompetenzen, die aufgeschlüsselt werden. Da steht dann ganz genau drin, was müssen die Kinder kennen, was wird genauestens abprüft. Weil bei der Vorbereitungsprüfung kennen die ja andere Fragen wie bei der Hauptprüfung. Nur so ähnlich ist das als Aufbau, aber es kennen nicht genau die gleichen Fragen. Und da steht genau alles, was kennen kann. Zum Beispiel, Sie müssen können eine nicht mehr reagierende Anwendung beenden oder ein Dokument ausdrucken oder einen Ordner erstellen. Oder da steht alles ganz genau aufgeschlüsselt. Regel für die Erstellung von Passwörtern können, wie ausreichende Länge und Mischung aus Zeichen und Ziffern und so weiter. Genau, da gibt es dann noch Zusatzsachen, noch Zusatzlernvideo und Zusatzbeispiele und da unten noch ein paar Quiz auf Learning-Apps. Ist jetzt alles noch Zusatzsachen. Aber das da oben ist ja normal die Basics, wenn man das kann, noch, kann man es eigentlich. Dann gibt es, man kann da rum gleich schon auf Textverarbeitung noch, geht er wieder von selber runter. Da ist genau dasselbe. Video anschauen, Übungen machen, dann, das sind die ersten Übungen, dann gibt es die Hauptübungen, zweites Video anschauen, Vorbereitungsprüfungen machen. Ja, von Excel gibt es auch schon ein bisschen was, aber noch nicht so viel habe ich da rein und bei Online-Grundlagen, da habe ich noch nichts rein da. Aber Online-Grundlagen, das kann man auch in der Schule machen. Das kann man auch, ganz, ganz leicht darum mit EasyFormMe lernen. Vor allem auch unten wieder die Quizze. Wir verlangen, dass die Schüler Vorbereitungsprüfungen machen, dass sie die Prüfungen auch bestehen.
oder sie uns da Unterschrift bringen, dass das auch mit weniger Prozent geht. Und ja, wir verlangen auch in der Informatikklasse macht man die Sachen auch durch. In der normalen Klasse macht man nur Word und Excel durch, also in der B- und in der S-Klasse. Da müssen Sie die Grundlagen selber lernen. Wer sich jetzt da überhaupt nicht auskennt, der kann natürlich mit den Lehrern, mit den Informatiklehrern reden, die helfen die Kinder dann natürlich auch. Mich können Sie jederzeit fragen, ich helfe die Kinder auch und ich mache zusammen mit Herrn Siegert immer so ein Training auch nochmal. Also wenn jetzt da genug Schüler kommen und sagen, ich möchte gerne nochmal am Nachmittag einer und da einmal 2 Stunden Vollgas Grundlagen lernen, dann bieten wir das natürlich auch an oder mal nur für verschiedene, dass wir einfach drin sind und Sie können alles fragen, was Sie fragen wollen. So, ich hoffe, das ist jetzt alles klar, um was da genau geht, wo man sich die Infos zum Lernen holt, wie man sich anmeldet, für was das alles gut ist. Und ja, wenn sonst noch Fragen sind, jederzeit bitte bei mir melden.